Eine knifflige Angelegenheit. Doch bevor der Holzfahrer ans Tagesgeschäft geht, muss er erst noch ein anderes, ja, wichtiges Geschäft erledigen. Der Thorsten ist ja auch mit Holz groß geworden und der ist ja auch nur im Wald. Wo soll der sich da mal eben eine Porzellanschüssel holen? Ich kenne auch einen Fahrer, der nimmt sich vom Gefahrgut seinen Spaten mit. Der buddelt sich erst ein Loch direkt vom Baumstamm, damit er sich am Baumstamm anlegen kann, damit er nicht nach hinten rüberfällt. Und dann buddelt er das auch wieder zu. Ich bin so ein Typ, ich gehe nicht im Wald. Trucker Mike braucht eine Porzellanschüssel.